Und weiter geht's mit Herr der Ringe Online. Heute wollen wir unseren Blick ein bisschen gen Osten schweifen lassen. Ja, was hat sich verändert seit dem letzten Mal? Was waren wir denn für ein Level? Ich glaube Level 20, oder? Da habe ich ein bisschen weitergemacht, gebe ich zu. Ansonsten seht ihr, ich habe hier riesige Schulterschützer am Körper. Das ist zugegebenermaßen kein normales Ausrüstungsstück, sondern das ist schon Zierwerk, das man bei den Tauschhändlern, bei den einzelnen Scharmützellagern kaufen kann. Dort gibt es auch Tauschhändler für Zierwerk, nicht bloß für normale Waffen. Und da hatte ich die mitgefunden. Ich muss zugeben, die gefallen mir jetzt auch nicht so hundertprozentig. Vor allen Dingen, weil wir ja eigentlich ein Jäger sind und die Dinger unglaublich stören müssen, wenn die Schultern so wahnsinnig in ihrer Bewegung eingeschränkt sind beim Schießen mit dem Bogen. Aber na gut, was soll's. Ich habe ansonsten mal durchgeguckt und ich habe nichts gefunden, was mir schulterschützermäßig so richtig gut gefallen hätte. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch ein Helm. Ich habe übrigens auch einen Helm. Achso, ich kann es ja gar nicht anzeigen, weil ich ja hier mal wieder alles abgeschaltet habe. Ich habe übrigens auch einen Helm hier mit drin. Ich habe den bloß immer unsichtbar gemacht. Und zwar ist das dieser. Der sieht ein bisschen böse aus, finde ich. Aber ich fand den eigentlich ganz witzig. Der passt jetzt bloß bedingt zu den Schulterschützern, das gebe ich zu. Den habe ich auch nicht für ihn gekauft, nicht für Aegir. Aber den gibt es auch bei den Tauschhändlern des Scharmützellagers, falls sich jemand dafür interessiert. Ich finde ihn eigentlich ganz witzig. Werde ihn jetzt aber wieder unsichtbar machen. So, wie gesagt, wir werden diesmal unseren Blick gen Osten schweifen lassen. Und wir können auch mal kurz auf die Karte schauen. Wir sind hier gerade im weiten Chatwald, also hier oben bei Seradans Hütte. Das ist nicht Seradans Hütte, hier ist Seradans Hütte. Habe ich ja den automatischen Ritt jetzt beauftragt sozusagen, deswegen muss ich mich jetzt um nichts kümmern. Und der geht hier nördlich von Arschid lang, durch den weiten Chatwald, und wir werden gleich über die Wetterberge dann die einsamen Lande betreten. Die haben wir bisher noch gar nicht gesehen. Und auch dieses Gebiet hier ist neu, deswegen können wir uns das ja mal mit ein bisschen betrachten. Unsere Aufgabe ist ja, Radagast den Braunen zu finden. Den Ordensbruder von Gandalf, denn Gandalf ist der Meinung, wir sollten mal dort vorbeischauen, um die... Oh Gott, was ist hier denn für einer? Um Level 55. Ach ja, ich weiß, was das für welche sind. Die sind jetzt uninteressant, aber da ist es gut, dass wir hier automatisch lang reiten. Was wollte ich sagen? Ach ja, um die Pläne des Hexenkönigs aufzuhalten, genau. Und da Ivar Bluthand ja nach Osten geschickt wurde, schlagen wir auch diesen Weg gen Osten ein. Und jetzt sind wir schon in den einsamen Landen angekommen. Wir sehen, hier sieht's ein bisschen karger aus. Nicht so viele von dem Level hier. Halborg, Gesetzloser. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele auf dem hohen Level gibt. Aber wie ihr seht, ich habe auch ein bisschen weitergemacht. Ich bin jetzt Level 29. Ja, ich dachte mir, ich level mal gleich richtig. Und wir sehen, dadurch ist das epische Quest jetzt auch schon grau mittlerweile, weil wir doch schon, ich glaube Level 22 ist das, ne? Ja, weil wir schon 7 Level drüber sind. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich dann eventuell sogar ein wenig Hilfe gebrauchen. In einem Rutsch... Oh, hier oben gibt es noch welche. Moment, ich muss mal absteigen. Die muss ich mir mal mit sichern. Ich will ja schon eigentlich alles machen. Weil ich dann vielleicht in einem Rutsch schon das zweite Buch machen kann. Wir befinden uns übrigens gerade an der Grenze zwischen den Wetterbergen und dem nördlichen Chatwald, beziehungsweise wir sind mitten in den Wetterbergen, aber an der Grenze zu den einsamen Landen. Noch sind wir nämlich im Breland. Und zugegebenermaßen, ich habe so gut wie alle Quests in den einsamen Landen schon gemacht. Na gut, nicht alle, aber viele, viele, viele. Aber die hier oben habe ich vergessen. Und einfach nur aus Spaß an der Freude nehme ich die mal mit an. Wir sehen, der Ring ist silbern, das heißt, es ist auch schon ausgegraut sozusagen vom Level her. Könnte trotzdem ich einen Augenblick mit euch sprechen? Nehme ich die Aufgaben mal an. Beziehungsweise, nee, ich nehme bloß die eine an, damit ich weiß, wo die waren und die nicht vergesse. Und dann werde ich mich mal später drum kümmern. Einfach nur, weil es mit dazugehört. Und das sind auch einfach Reisende, die hier irgendwo mittendrin gestrandet sind. So, dann werden wir den Rest des Weges mal selbst beschreiten. Übrigens glaube ich auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch der Weg, den Aragorn als Führer der Hobbits eingeschlagen hat. Wenn wir hier ein bisschen nach Südwesten schauen, sehen wir gerade nicht, hinter den Wetterbergen jedenfalls, da unten irgendwo, vielleicht sehen wir es auf der Karte, hier sind die Mückenwassermoore. Und das hatte ich ja schon mal erzählt, Aragorn hat ja als Führer der Hobbits von Bre an den Weg eingeschlagen, erstmal über das Haupttor raus und dann
in den nördlichen Chatwald rein. Und von da aus sind sie dann erst in die Mückenwassermoore runter, damit sie möglichst viele Spuren verwischen können eben. Und sind dann 4 Tage lang durch die Mückenwassermoore und sind schließlich über den Mückenwasserpass wahrscheinlicherweise über die Wetterberge dann gen einsamen Lande geritten. Das könnte also durchaus der Weg sein, den auch die Jungs da eingeschlagen haben. Schöne alte Ruinen gibt's hier. Fragt mich nicht, was es für welche sind. Es sind wahrscheinlicherweise Ruinen arnorischer Machart. So wie alles hier. Aber ich finde die Ecke ziemlich schön, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier auch auf dem Wetterweg kaum noch Gefahren vor uns. Wir sehen, die sind bloß noch grün hier. Aber die sind auch Level 22. Wieso wird mir das denn dann schon als grau angezeigt? Ist ja merkwürdig. Naja, können sie sich wahrscheinlich selbst nicht entscheiden. Und nun haben wir die einsamen Lande betreten. Sehen wir es denn schon von hier aus? Nein, da ist wahrscheinlich noch der Hügel hier im Weg. Ich glaube schon. Aber wir müssen sowieso mal ein bisschen mehr in die Richtung jetzt reiten, um unser Ziel zu erreichen. Gleich müsste es sich hinter dem Hügel auftun. Da sehen wir es auch schon. Na, nicht doch. Ich möchte jetzt nicht kämpfen. Dankeschön. Das muss nicht sein. So, und wir reiten... Was ist denn hier los? Ein Haufen Wölfe. Aber ich lasse sie einfach mal außen vor und reite drumherum. Das wird schon gehen. Oh, wir haben bloß eine kleine Rotte an uns dran kleben. So, genau, hier können wir jetzt über einen kleinen verschlungenen Pfad die einsamen Lande betreten. Und gleich wird sich hier rechts hinter der Felswand etwas Großes auftun. Da sehen wir es schon, das ist die Wetterspitze. Und die liegt ja im Fokus dabei in den einsamen Landen. Denn auf der Wetterspitze ist ja Grausiges passiert für die Ringgemeinschaft. Ne? Frodo wurde von der Mogulklinge verletzt. Wobei, ob das jetzt so grausig ist oder nicht, vielleicht sogar ein Glücksfall war, das kann man nicht so genau sagen, denn diese Empfindlichkeit Frodos für die dunkle Seite sozusagen, die war auch positiv manchmal. Übrigens schönes Wasser hier, schöne Wassereffekte. So, und wir müssen uns nun damit abfinden, dass es nicht mehr ganz so grün ist in unserer Umgebung. Wir werden uns hier gleich mal ein bisschen nach oben kämpfen und werden gleich auf freieres Terrain kommen. Es ist sehr bergig hier, muss ich zugeben. In den einsamen Landen ist es sehr bergig. Aber ist halt grundsätzlich anders, als es im Breland war. Und da sind wir auch schon vor der Wetterspitze. Die Wetterspitze, früher auch mal Amonsul genannt, die war mal ein Aussichtspunkt, die an der Grenze zwischen den drei arnorischen Reichen, zwischen Artedain, Rudaur und Cardolan lag. Beziehungsweise, nee, ich glaube bloß an der Grenze zwischen Cardolan und Artedain. Ich weiß es gar nicht mehr genau, denn Rudaur ist eigentlich drüben in den Trollhöhen dann, weiter im Osten. Und das lag halt gerade an der Grenze. Ich glaube, es hat zu Artedain mitgehört. Und auf der Wetterspitze war ein Palantir. Und zwar der größte der 7 Palantire eingesetzt. Und der war quasi das Wichtigste, was es hier gab. Und deswegen war die Wetterspitze auch immer ein Punkt für Streitereien zwischen den arnorischen Königreichen. Naja, jetzt ist nicht mehr als eine Ruine übrig hier. Von der einzigen Bastion da oben ist nicht mehr viel übrig. Und wir begeben uns hier unten in diese Senke, denn hier ist das Lager von Kandaith. Und Kandaith ist der, der eventuell weiß, wo wir Radagast finden können. Was ich euch übrigens auch mal zeigen kann, weil wir hier gerade eine Feuerstätte haben, eine Lagerfeuerstätte. Wir können als Jäger hier einen Ort als unser Lager markieren. Und jetzt können wir mit dieser Fähigkeit, die ich hier habe, zurück zum Lager jederzeit hierhin zurückkehren. Das ist unglaublich cool. Also, wenn ihr sehr flexibel im Reisen sein wollt, nehmt auf jeden Fall den Jäger. Ich habe das jetzt schon zu schätzen gelernt, denn wir haben ziemlich coole Skills, die jetzt nicht unbedingt den Kampf betreffen primär, sondern wirklich die Flexibilität im Reisen. Wir haben einerseits hier einen verzweifelte Flucht, mit dem können wir jederzeit ohne Verzögerung auf der Stelle flüchten aus jeder Gefahr und kommen beim nächstgelegenen Sammelpunkt heraus. Quasi wie als ob wir sterben würden, aber wir sind nicht gestorben. Und so habe ich es auch geschafft, bisher noch nicht gestorben zu sein auf Level 29. Und was haben wir noch? Genau, wir haben diese ganzen Jäger-Reiseskills, Führer zu Schieß mich tot, gibt es hier zu den verschiedensten Orten und da werden wir auch noch mehr kriegen. Das ist im Prinzip
ganz ähnlich den Skills. Also wir haben ja hier einerseits die Marksteinfähigkeit. Später kann man aber auch noch Reisefertigkeiten zu einzelnen Orten erwerben. Die sind aber genau wie die Marksteinfähigkeit jeweils mit einer Stunde Cooldown-Zeit belegt. Das heißt, wenn man die einmal benutzt hat, eine Stunde lang muss man warten, bis man sie wieder benutzen kann. Die Jägerskills hingegen, die sind ohne jeglichen Cooldown. Das ist unglaublich cool. Du kannst jederzeit überall hinreisen und bist wahnsinnig schnell unterwegs. Und das wird uns später noch richtig gute Dienste erfüllen, glaube ich, erweisen. Mal schauen, werden wir sehen. Aber jetzt wird erstmal mit Kandaif geredet. So, da haben wir natürlich ein bisschen was hier noch auch an Nebenquests vor uns, die ich auch noch nicht gemacht habe, weil zu Kandaif bin ich bisher wirklich noch gar nicht gegangen. Was kann ich für euch tun? Radagast der Braune? Ich habe ihn nicht gesehen und weiß nicht, wo er sich aufhält. Aber kürzlich ist ein kalter Schatten in dieses Land gekommen. Was benötigt ihr? Und damit kommen wir jetzt zu Buch 2, Kapitel 1, Aufstieg der Orks. Zeradans Wort erreicht erst spät die einsamen Lande. Wenn Radagast der Braune diese Länder betreten hat, ist vielleicht noch nicht alle Hoffnung verloren. Ich bin erst vor kurzem von einer Reise in die Länder des Ostens zurückgekehrt. Regionen, die dem Bösen völlig verfallen sind. Als ich von meiner Reise zurückkam, habe ich zu meinem Erschrecken erfahren, dass sich das Böse nicht nur im Osten herumtreibt. Im Süden treiben sich nun Bilbisse herum, während ihre größeren und brutaleren Vettern der Orks sich wie eine ausbreitende Krankheit durch die Wetterberge schleichen. Wir sollen also Orks, Nahkämpfer und Fernkämpfer töten. Lässt sich machen. Bei der Gelegenheit nehme ich gleich mal die kreisenden Augen des Feindes mit an. Was kann ich für euch tun? Wir sollen Krebein töten, weil die eben Speer des Feindes sind. Deswegen nehme ich das jetzt gleich mal mit an. Wir machen gleich beides zusammen jetzt. Das bietet sich an, weil es halt beides in derselben Ecke einfach spielt. Und auch danach wird dann noch ein Folgequest von Kandaif vergeben, das ebenfalls noch das Töten von Orks mit beinhaltet. Und auch da werde ich die Nebenquests gleich direkt mit in dem einen Aufwasch mitmachen. Weil auch da wieder eine günstige räumliche Nähe vorhanden ist. So, achso, ich muss ja vielleicht mal meinen Fokus hier zulegen. Habe jetzt übrigens auch einen ganz günstigen Skill gekriegt, um große Gegner platt zu machen. Und zwar haben wir hier noch gespannte Konzentration, damit kriegen wir automatisch vollen Fokus mit einem Schlag. Hat zwar 3 Minuten Cooldown-Zeit, aber trotzdem ist es richtig gut. Das ist unglaublich praktisch, wenn wir mal größere Gegner haben, bei denen uns eben die 3 Skills hier nicht reichen, die wir mit Fokus verwenden können. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Die Düsterweihe ist vollgestopft mit Orks. Oh, das wollte ich gar nicht. Stimmt, ich habe ja meine Skills verlegt. Die sind ja jetzt anders. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Nee, ich habe ein bisschen umgeräumt hier unten. Jedes Mal, wenn ein Skill dazugekommen ist, muss man ja schauen, ob man die nicht ein bisschen anders legt. So, was bist du denn für einer? Ein Plünderer. Ich wollte eigentlich eine Falle legen. Stellen. Was auch immer. So, da ist auch schon direkt reingelatscht. Das ging äußerst schnell. Gut, machen wir mal gleich hier drüben weiter, ohne große Verzögerung. Den können wir eigentlich gleich im Nahkampf hier uns holen. Und dann nochmal. Ach, ich komme gar nicht mehr dazu, meinen Skill dann noch einzusetzen mit Fokus. Gut, wie gesagt, es ist gleich die räumliche Nähe hier mit den Krebeien. Die sind halt einfach hier auch vor Ort. Deswegen bietet sich das wirklich an, das gleich zusammen zu machen. Gibt ja auch einen Grund, warum Kandaif die Aufgabe vergibt. Weil sie eben gleich hier spielt. So, einmal drauf. Ist jetzt natürlich alles sehr gemütlich hier, weil grün. Grün. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Es ist halt grün. Deswegen kommen wir ja auch ziemlich schnell durch die Kämpfe. So, du da hinten, mein Freund. Du bist ein Fernkämpfer. Das ist sehr gut, denn wir haben bisher noch keine Fernkämpfer bekämpft. Doch, haben wir. Haben wir? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ah, ich merke auch nichts mehr. Ich merke wirklich nichts mehr manchmal, habe ich das Gefühl. Ich habe das schon in anderen Let's Plays von mir bemerkt, dass ich manchmal eine unglaublich schlechte Auffassungsgabe habe. Weil ich manchmal irgendwie mit der Art und Weise, wie ein Spiel mir Informationen vermitteln will, nicht klarkomme. Das ist ganz merkwürdig. Manchmal ist es überhaupt kein Problem und ich kann mir manche Sachen unglaublich gut merken und bin da auch unglaublich aufmerksam. Aber manchmal merke ich einfach nichts. Ich weiß auch nicht. So, wie viel haben wir denn? 120. Ach du Scheiße.
Gut, haben wir ein paar Punkte gekriegt, weil wir Orks platt gemacht haben. Yay, Waffenmeister der einsamen Lande. Superb. Ihr seht, ich habe schon ein paar Orks getötet hier in den einsamen Landen. Wie gesagt, ich bin hier schon ein bisschen unterwegs gewesen. Auch nicht bloß hier im Westen der einsamen Lande, sondern auch im Osten. Und dort gibt es teilweise doch schon recht kräftige Gegner. So, wir brauchen aber bloß noch einen Fernkämpfer, deswegen spare ich mir das gerade mal, den da platt zu machen. Was bist du denn? Ein Nahkämpfer. Okay, dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter im Süden nach. Irgendwo muss sich schon noch ein Fernkämpfer rumtreiben hier. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei Aufträge, die von Kandae vergeben werden hier oben in der Ecke. Also noch ein paar mehr, aber die jetzt einfach nur hier im freien Spiel ganz normal sind. Plünderer, hier Pestpfeil, da haben wir es doch. So, einmal eine Falle gelegt. Gestellt. Was auch immer. So, und dann widmen wir uns mal ihm hier. Wunderbar, so habe ich mir das doch vorgestellt. Ja, ein paar Kräbbein mehr hätten wir noch sehen können. Das wäre schön gewesen. Wo ich es gerade sage, sehe ich einen. Den nehmen wir gleich so im Vorbeigehen mit. Wir sind kräftig. Ja, die sind kein Problem mehr für uns. Gut. Schauen wir mal hier oben nach. Nee, es war einfach insofern ganz günstig, das gleich auf die Art und Weise zu machen, dass ich so extrem jetzt im Level voranschreite. Weil ich glaube, dass hier in den einsamen Landen doch einiges an Levelfortschritt noch kommt. Also ich glaube, das Ende von Buch 2 ist dann so um Level 30 herum. Und da ist es einfach schon ganz praktisch, wenn man ein bisschen was an Vorlauf hat. Denn so wahnsinnig viel kommt ja dann doch nicht an Erfahrungspunkten rein, jetzt ausschließlich durch das epische Quest. So, scheißen wir jetzt mal drauf auf die restlichen Kräbbein. Das mache ich irgendwann später mal. Wird wahrscheinlich noch mein Leitsatz hier. So, ab nach unten. Und dann reden wir mal mit Kandaif. Was benötigt ihr? Ich danke euch, Aigir. Aber mein Dank kommt Hand in Hand mit Sorge. Denn nie zuvor habe ich in Eriador eine solche Streitmacht von Orks gesehen. Gut organisiert und ausgerüstet. Sie haben ein Lager in einem Ausgang am Mückenwasserpass und ein seltsames Symbol auf ihren Bannern und Schilden. Ein Zeichen, wie ich es zuvor nie gesehen habe. Dieses Lager birgt eine riesige Menge Orks. Und doch mag der Tag kommen, an dem wir sie triumphierend aus den einsamen Landen vertreiben werden. Leider nicht heute, aber vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft. Es gibt da noch eine andere Sache, die unserer Aufmerksamkeit bedarf. Eine dringende Angelegenheit. Mit der Zerstörung des Orklagers am Mückenwasserpass werden wir uns später befassen. Was kann ich für euch tun? Als ich mich zur Suche nach Radagast am Mückenwasserpass aufmachte, am Mückenwasserpass sah ich, wie ein Orkbote in großer Eile von dort aufbrach. Ich eilte hierher und verfolgte ihn in den Hügeln, in Richtung Osten und dann gen Süden. Doch dann wurde meine Suche unterbrochen. Ich konnte ihm nicht weiter folgen, denn am Himmel kreisten widerliche Kräbbein. Und hätten sie mich erspäht, so wäre dies unsere Sache abträglicher gewesen, als ich zulassen kann. Daher muss ich euch erneut um Hilfe bitten. Der Bote überbringt wahrscheinlich Befehle an die Außenlage. Wenn ihr den Boten abfangen könnt, erfahren wir vielleicht, wie diese Befehle lauten. Damit wären wir gegen die Bedrohung durch die Orks besser gewappnet. Durchsucht die Orklager in Düsterweihe im Westen und kehrt zu mir zurück, wenn ihr die Befehle habt, die dieser Bote sicher bei sich trägt. Ich werde andernorts nach Radagast suchen. Schön. Mal wieder Aufgabenteilung. Ich mache seine Aufgabe, die er eigentlich machen sollte. Und er sucht nach Radagast. Eigentlich könnte auch ich nach Radagast suchen, aber hey, was soll's? Machen wir es halt so, ist mir recht. Und da wir nochmal in die Düsterweihe gehen, kommen wir vielleicht auch nochmal an ein paar Kräbbein vorbei, die wir klatschen können. Das passt doch ganz gut. Mal sehen, wie schnell wir den Boten finden. Es kann auch sein, dass wir ihn auf der Stelle finden. Das hatte ich auch schon. Manchmal musste er aber auch ganz schön suchen dabei. Mal gucken, wie es aussieht. Es ist jemand, der sich bewegt. Hier sehe ich niemanden, der sich bewegt. Was? Sauerei, wo kommst du denn her? Na gut, mein Freund. Wenn du es so willst, dann liefern wir uns eben ein Shootout. Ist mir recht. Du bist der Bote. Das ist der Bote. Lass uns den Boten... Nein. Ach, der macht sich unsichtbar. Wie jetzt? Willst du mich verarschen? Ihr trollt mich doch. Was war das denn für ein Spaß?
Ich hatte den Boten schon gefunden, das ist gemein. Ihr seid echt mies und fies. Jetzt muss ich den Boten nochmal suchen. So ein Mist. Na gut, was soll's. Wie gesagt, manchmal findet man ihn sofort, manchmal findet man ihn nie und manchmal verschwindet er in dem Moment, in dem man ihn findet. Warum auch nicht? Haben wir ja noch ein paar Kräbein? Ich muss ja gerade noch schauen mit meiner Musik, deswegen habe ich auch gerade so etwas konfus vorgelesen bei Kandaif. Weil die Musik gerade, ja, die in den einsamen Landen ist die manchmal recht leise. Und dann kommt mal so ein Moment, wo sie so richtig BÄM dir in die Fresse haut. Und dann ist das doch sehr verwirrend, wenn du unglaublich laute Musik auf dem Ohr hast und vorlesen musst. Also zumindest finde ich das ziemlich schwer. Dann. Du bist bloß ein Pestpfeil, okay. Ach Mensch, da hatte ich den Boten schon, das ist doch unfair. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Irgendwo muss er ja wieder gespawnt worden sein. Bist du da drüben vielleicht der Bote? Komm mal her hier. Nein, bloß ein Plünderer. Ach, Mensch. Und Kräbein finden wir auch nicht. Das ist ja super hier. Halt. Na, was soll's. Wenn's sein muss, dann holen wir uns den halt kurz. Gut. Noch ein Plünderer. Überall Plünderer. Ganz viele Plünderer. Keine Boten, nur Plünderer. Wen habe ich denn zum... Noch ein Plünderer. Natürlich. Was sonst? So, lass mal wieder aufladen. Ich würde sagen, wir warten einfach hier, bis der Bote wieder vorbeikommt. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn jetzt suchen soll. Können wir auch mal kurz... Ne, es ist bloß das kleine Gebiet. Also, das Rote ist ja jetzt entscheidend. Wir können eigentlich... Ah, da ist er doch schon! Da ist er doch schon! Das ging ja schnell! Und jetzt direkt draufhacken, bevor er uns wieder verschwindet hier. So, vorbei! Ork-Befehle beschafft! Das ging dann doch recht fix. Also man muss ihn nur finden und wenn man Glück hat, findet man ihn sofort und hat das innerhalb von einer Minute erledigt, dieses Quest. Und wenn man Pech hat, dann sucht man sich halt dumm und dämlich einfach. Gut, die Kräbein haben wir immer noch nicht geschafft. Einen habe ich gefunden, ist ja traurig. So, nehmen wir das wieder raus. Und stürzen uns wieder ins Verderben. Mal sehen, ob wir es schaffen ohne Knochenbruch. Irgendetwas hat die Orks und Bildnisse zu einem neuen Zweck angestachelt und aus der Wildnis heraus. So, na dann. Was benötigt ihr? Diese Befehle sind in der schwarzen Sprache verfasst, Algier. Einer Sprache, welche ich nie zu lernen begehrte. Ich hätte darauf gefasst sein sollen. Doch ich hoffe, wir würden sofort etwas Nützliches erfahren. Während ihr den Befehlen auf der Spur wart, folgte ich Spuren von Radagast über die Hügel. Ich war nicht alleine auf der Suche, denn eine Gruppe Orks erreichte bald meinen Standort. So musste ich die Verfolgung einstellen und wurde beinahe von den Feinden überwältigt. Auf der Flucht verlor ich meinen Bogen und schaffte es nur mit Mühe und Not, den Orks am Waldrand auszuweichen. Ich bin nur um Haaresbreite entkommen, Algier. Eine knappe Begegnung, die mir etwas Einblick über den Anführer der Orks verschafft hat. Ihr jedoch habt eure Sache gut gemacht. Und bald werden wir wissen, was die Orks vorhaben und wer ihre Anführer sind. Hat der Roskobel-Kaninchen Kacke gefunden, dass er die Spuren von Radagast gesehen hat? Ich weiß es nicht.